Mir hat es zum Beispiel total viel Spaß gemacht, mit ihnen verrückt zu sein, Späße zu machen und zu spielen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Hoch 3. Und wir reden heute wieder gemeinsam über Gott und die Welt. Ich bin schon ganz gespannt, wir haben nämlich drei junge Leute bei uns heute hier im Studio. Und die erzählen uns heute von ihrem Auslandsaufenthalt in Benin, in Frankreich, in Thailand. Und unser Thema heute ist, wie Gott mich überrascht hat, drei Dinge, die ich in meinem Auslandsaufenthalt gelernt habe. Sei gespannt und bleib dabei. Hi, ich bin Micha und ich war ein Jahr lang in Benin. Gerade in der Anfangszeit durfte ich erleben, wie Gott voll nah bei mir ist, weil da habe ich mich noch nicht ganz so verbunden gefühlt mit allen Leuten und den Teamkollegen. Und da war es einfach mega schön, dass ich einfach irgendwann begreifen durfte, auch wenn ich manchmal eher einsam bin, dass Gott da ist und er einfach mein Teamkollege ist und dass ich mein Vertrauen voll auf ihn setzen kann und musste dann auch, weil er einfach so für mich die einzige Bezugsperson anfangs noch war. Und es war sehr schön, weil ich dann dadurch einfach erleben durfte, wenn ich bete, dass ich so einen kribbelnden Rücken runterlaufen habe spüren und einfach seine Gegenwart voll da war. Ja, hallo, ich bin Finn, ich war in Thailand und mich hat Gott ziemlich stark überrascht, denn nachdem ich ein paar Monate in Thailand war, wurde ich ziemlich stark krank und das war für mich so die riesige Frage, Gott, wie kannst du das zulassen? Jetzt bin ich endlich für dich hier und du lässt mich hier einfach krank werden. Aber ich durfte trotz allem so stark erleben, wie Gott gut ist, wie Gott einen durch die Zeit durchträgt und wie es nicht von meiner Situation abhängt, wie es nicht von mir abhängt, wie Gott ist, sondern Gott ist zu jeder Zeit gut. Und Gott sei Dank durfte ich dann auch nachher wieder dann gesund werden. Zwar musste ich aus Thailand dann raus, aber konnte dann in einer anderen Einsatzstelle den Einsatz weiterführen. Hi, ich bin Miriam und ich war letztes Jahr in Nizza in Frankreich. Ich habe gelernt, dass Gott, egal wie man ist, einen gebrauchen kann und will. Wir waren dort mit einem großen Team von Mädels und haben mit Kids aus dem Vorstadtviertel Hausaufgaben gemacht und gespielt. Und dabei hat jeder nach einer Zeit so seine eigene Art gefunden, mit den Kindern umzugehen. Mir hat es zum Beispiel total viel Spaß gemacht, mit ihnen verrückt zu sein, Späße zu machen und zu spielen. Und genauso will auch Gott dich gebrauchen. Egal, ob du schüchterner bist oder extrovertiert, ob du gerne kreativ bist oder sportlich, er will was mit dir bewegen, genauso wie du bist. Hey, ich fand's mega spannend, was die drei zu erzählen hatten. Und ja, wenn wir uns einfach trauen und rausgehen aus unserer Komfortzone, dann erleben wir echt spannende Dinge. Und vielleicht bist du gerade am Ende von deiner Schule, von deinem Studium, von deiner Ausbildung und überlegst, was dein nächster Schritt sein kann. Und du hast vielleicht irgendwie so ein Interesse an einem Auslandsaufenthalt, dann melde dich doch bei uns. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und wenn du sonst noch was Interessantes mit Jesus erlebt hast und du willst es unbedingt teilen, hey, dann schreib es doch unten in die Kommentare. Und das war jetzt wieder Mission Hoch 3. Wir sehen uns wieder in 3 Wochen und bis dahin, das ist Danja und bis bald.